Auf der CrossAsia-Webseite finden Sie unter dem Menüpunkt Service den Punkt CrossAsia Get It. Hierunter haben wir drei unserer Services zusammengefasst. Das sind der blaue Leihverkehr, mit dem Sie originalsprachliche Printmedien direkt von uns über Ihre Institutsbibliothek ausleihen können, CrossAsia PDA, mit dem Sie Anschaffungsvorschläge an uns richten können, und CrossAsia DOD, ein nachfrageorientierter Digitalisierungsservice. Über die Links auf dieser Seite können Sie die Formulare im unausgefüllten Zustand öffnen, um uns zum Beispiel einen Anschaffungsvorschlag zukommen zu lassen, den Sie nicht in unserer Suche gefunden haben. In der CrossAsia-Suche bieten wir Ihnen Links zu diesen Formularen an, in denen die notwendigen bibliografischen Daten bereits eingetragen sind. Schauen wir uns einige Beispiele dazu an. Beginnen wir mit den Materialien, die Sie über den blauen Leihverkehr ausleihen können, beziehungsweise den elektronischen Ressourcen, auf die Sie als registrierter CrossAsia-Nutzer direkt Zugriff haben. Der Übersicht halber wähle ich auf der rechten Seite unter Kataloge die Staatsbibliothek zu Berlin aus. Unter den Büchern finde ich zum Beispiel diesen Titel, für den mir drei Links angezeigt werden. Der unterste bringt Nutzer mit einem Ausweis der Staatsbibliothek ins entsprechende Ausleihsystem. Der Link zum blauen Leihverkehr öffnet das Formular mit den bereits ausgefüllten bibliografischen Daten. Hier müssen, sofern Sie am CrossAsia-Portal noch nicht eingeloggt sind, Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse eingetragen werden. In beiden Fällen tragen Sie bitte Ort und Name der Institution ein, an die das Buch oder der Artikel geschickt werden soll. Für die elektronischen Ressourcen in der Trefferliste wird Ihnen kein Link auf das Bestellformular, sondern direkt auf das digitale Objekt angeboten. Registrierte CrossAsia-Nutzer mit den entsprechenden Zugriffsrechten verwenden bitte den CrossAsia-Link. Falls noch nicht geschehen, müssen Sie sich jetzt einloggen. Sie werden dann direkt zum digitalen Objekt, hier ein PDF eines Zeitschriftenartikels, geführt. In einer Trefferliste, für die Sie nicht den Filter Staatsbibliothek zu Berlin gesetzt haben, werden Sie auch Titel finden, die Sie uns zur Anschaffung vorschlagen können. Mit Klick auf den Link für Erwerb vorschlagen öffnet sich ein Formular, das dem des blauen Leihverkehrs sehr ähnlich ist. Die wichtigsten bibliografischen Daten sind bereits eingetragen und wenn Sie am CrossAsia-Portal angemeldet waren, sind auch Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse bereits ausgefüllt. Im Anmerkungsfeld können Sie uns eine Nachricht hinterlassen oder als SBB-Nutzer zum Beispiel auch Ihre Nutzerkartennummer eintragen, damit wir, wenn der Band bei uns eingetroffen ist, ihn für Ihr Konto vormerken können. Wenn Sie das Formular absenden, geht Ihnen automatisch eine E-Mail mit den Daten zu Ihrer Bestellung zu und wir melden uns im Laufe einiger Werktage bei Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, wie lange es ungefähr dauert, bis wir Ihnen den Band zur Verfügung stellen können, beziehungsweise ob wir den Band vielleicht doch bereits besitzen und im Rahmen des blauen Leihverkehrs zur Verfügung stellen können. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, schauen Sie unter Service nach unseren Hilfeseiten und Webvideos oder nehmen direkt mit uns Kontakt auf.